Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen Gaspack hier vorstellen. Hier handelt es sich um den Gas 52 und 53. Hier haben wir jetzt das gute Stück, kostet hier 17.700 Euro und 902 Leasing. Wir haben jetzt hier eine Ladekapazität von 5.400 Liter, 90 km/h soll das schnell sein, 90 Liter Kraftstofftank und wir haben hier eine Leistung von 75 PS, entsprechend hier 55 kW. Wir haben hier Farbwahl, also Design schon mal. Was das jetzt genau wird. Ah, das werden die Bordwände wahrscheinlich sein. Machen wir das einfach mal in Orange, dann sehen wir es besser. Felgenfarbe haben wir leider hier nur, also in Weiß, in Grau und in Schwarz. Dann nehmen wir sie mal hier in Grau. Dann hier Aufbau. Ja, nehmen wir mal hier mal Grün. Sehen wir jetzt hier das. Dann die Hauptfarbe, ja, die nehmen wir mal in Hellblau. Dann hier Designfarbe 2 nehmen wir mal hier in Weiß. Dann sehen wir jetzt hier vorne schon mal hier den Grill. Und ja, wir haben jetzt hier vorne auch eine andere Maske. Dann sehen wir jetzt, was hier das Design, das andere gewesen ist. Dann können wir uns das nochmal anpassen. Entsprechend hier, sagen wir mal so. Sieht dann auch gleich cool aus. Ja, und dann haben wir nochmal hier Design 3 von der Maske vorne und wieder Standard. Dann haben wir hier Kapazität 5000 Liter. Jetzt hier die, haben wir eine Bordwand von 8500 und dann noch eine höhere 14.200 und dann wieder Standard 4. Ich denke mal, wir nehmen hier jetzt große. Dann haben wir Nummernschilder. Jetzt sind wir hier Nummer 1, 2, 3, dann auch dran 3 der Wahl. Dann nehmen wir hier mal das schwarze so her. Dann Motorausführung haben wir jetzt hier den Gas 52. Da haben wir jetzt dann hier den Gas 53, haben wir 115 PS, entsprechend hier 85 kW und dann wieder hier mit die 75 PS. Dann haben wir noch Reifen, andere. Dann haben wir hier mit groberem Profil und dann hier auch wieder. Da sehen wir auch hier die Felgenfarbe, hier die ändert sich mit, also Variante 1, 2, 3. Und dann wieder hier 1. Also schon mal großer Unterschied dazwischen. Wir kaufen den einmal. Dann suchen wir uns dann den nächsten aus. Dann haben wir jetzt hier, das ist genau jetzt der gleiche. Hier haben wir nur jetzt auch eine andere Kapazität. Hier haben wir, ja, also für Häckselgut. Hier so wie jetzt da steht, kostet er jetzt 15.200 Euro und 750 75 Leasing. Jetzt machen wir hier Felgenfarbe, das mal weiß. Dann Design mal in Orange. Dann nehmen wir die nächste hier in Weiß. Dann hier Hauptfarbe, na, nehmen wir in Grün. Das sieht irgendwie ein bisschen eklig aus. Entschuldigung, wenn ich das sage. Na, dann nehmen wir doch mal hier das hier. Ja, kommt schon ein bisschen besser ran. Und dann hier nehmen wir hier das auch wieder. Nehmen wir hier die Maske. So, ja. Sieht schon auch mal sehr interessant aus. Kapazität erhöhen wir jetzt. Und ja, hier gleiche ist mit den Reifen und die Felgen wie bei den vorigen. Und wir gehen jetzt hier auf den stärkeren Motor über. Dann hören wir ein bisschen einen Unterschied. Und als letztes haben wir hier unser Flüssigkeitstransporter. Ja, also der hier hat jetzt, wie man ja sieht, kannst du mit Kraftstoff, Wasser und Milch transportieren. Jetzt haben wir hier den Flüssigkeitsbehälter für Kraftstoff drauf. Kostet jetzt der hier 14.500 Euro und 739 Leasing. Dann, ja, haben wir jetzt hier also für Milch das Ganze oder Wasser. Und wieder hier für Diesel, wie wir mal sehen. Ja, dann gehen wir jetzt mal her. Wir machen das Ganze mal hier auf Orange. Die Hauptfarbe auch, weil wir ein Flüssigkeitsmittel so für Dieseltransporter haben. Aufbaufarbe, ja, könnten wir jetzt auch nochmal hergehen. Auch das Ganze jetzt in Orange. Sieht ja natürlich irgendwie besser aus wegen der Gefahr natürlich. So, Maske vorne. Ja, da kann man jetzt da hergehen. Das ist ein bisschen
anders da ausschaut, könnten wir das jetzt so nehmen. Oder wir nehmen jetzt hier das da so und den das so. Ja, finde ich, sieht ganz toll aus mit 5 Farben, Farbwahl, das Ganze. Wir haben das gleiche wieder mit den Nummerntafeln, genau das gleiche her. Also wenn man so schaut, 1, 2, 3, also wird nicht schwarz, okay, nur kleiner. In Reifenvariante haben wir hier genau das gleiche wie bei den anderen Modelle, wie wir jetzt sehen. Und ja, Motor ist genau das gleiche, 115 PS, entsprechend hier 85 kW. So, jetzt haben wir jetzt die gekauft und jetzt schauen wir sie mal. Ach, ich bin noch ganz woanders. Wie kann ich nur? Also, jetzt haben wir ja unsere 75 PS. Und wir fahren noch 75 km/h. Reifenspuren, wie wir sehen, macht er auch hinten auf Zwillingsreifen, auch Zwillingsspuren. Wir füllen einfach jetzt mal den da hier mal auf. Schauen, ob den Kick auch trifft. Nein, ich stehe daneben, weil der ist ganz gemein klein gehalten. So. Boy, Gras, Stroh, Silage, Häckselgut. Also wir können hier bei denen jetzt nur Häckselgut reinhauen. Ich habe gedacht, wir könnten jetzt auf den Aufbau auch was anderes reinhauen, als wir nur Häckselgut. Weil dafür der andere ist. Naja, ist ja nicht schlimm. Wir testen natürlich das Ganze jetzt hier, also Bremslicht geht. Wir fahren jetzt einmal hier so durch, testen auch gleich hier uns einen HW80, ob wir den anhängen können. So, wie wir hier sehen, dynamische Schläuche, dass alles hier passt, hier. Mal Kardanwelle. Ja, ist hier mit animiert, wie wir sehen. Geht zwar hier oben. Komplett animiert. Das ist super toll. Bin aber jetzt gespannt, wie der hier ablädt. Michu Bata. Wir fahren jetzt so langsam mal hier durch den Dreck durch. Er schiebt ein bisschen rum. Aber ja, hier vorne, ja. Passt eigentlich ganz gut. Wir können jetzt mal hier abladen. Wie wir sehen, jetzt der hier schön animiert. Der Partikel hat da so, dass es eigentlich oben weniger wird statt nach unten. Ein bisschen falsch gemacht, finde ich das. Die Klappe, die geht so her. Er drückt ihn schön rauf. Wir haben jetzt da auch hier Windkesseln, ist alles gut dargestellt. Und ja. Auspuff, ja, hier Abgas so her, passt ganz gut. Und wieder die Animation, ganz schick das Ganze. Wir machen jetzt ja gleich mit dem hier unseren Lichttest. Wie wir jetzt auch sehen, hier wird auch jetzt sehr schön langsam, aber sicher wird er hier schmutzig. Gehen wir als erstes mal hier in die Innensicht rein. Also sehen wir jetzt hier alles schick animiert. Schalten wir mal kurz aus. Dann sehen wir jetzt hier, die Anzeigen gehen runter. Die Nadelbandtaro leider geht nicht auf 0. Kontrolllampe hier ist schon mal da. Blinker. Kontrolllampe. So. Gehen wir jetzt in die Außenansicht. Funktioniert. So. Einmal F, zweimal, dreimal Numbit 6 und Numbit 5. Nein, Numbit 5 geht leider hier nicht, wie wir gesehen haben jetzt gerade. So. Den stellen wir jetzt einfach mal so hier hinten hin. So. Für unser Foto nachher. Es sieht aber auch so aus, wenn du einen anderen Aufbau hast, dass du seitlich abkippen kannst. Das kann man nachher jetzt auch gleich nachher noch machen, den dazu kaufen nachher nochmal.
Aber erstmal schauen wir das Ganze jetzt natürlich so an. Jetzt haben wir hier unseren Häckselaufbau. Da gehen wir jetzt einfach her, füllen den mal so schnell. Geht ein bisschen schneller. Der sieht hier hinten auch ein bisschen anders da aus. Ja, mit X kommen wir den so her. Oh, da haben wir hier so die eine Art Überladestation mäßig. So, ja, da werden wir jetzt bei uns noch einen anderen besorgen. Aber echt cool, das Ganze. Wie ich ja gesagt habe, wir holen uns jetzt auch schnell einen anderen Hänger. Also nicht einen Hänger, einen anderen. Dann nehmen wir jetzt den da hier ohne. Den kaufen wir jetzt einfach so jetzt gleich von der Stange. So. Jetzt bin ich also raus. Ich hoffe, es kommt hier nicht durcheinander. So, jetzt haben wir hier den. Mir ist halt jetzt nur aufgefallen, der hat ja hier hinten. Da ist so Stützfüße. Da muss man doch mal X drücken. So, jetzt müssen wir mal kurz mal schauen, mal ob wir was machen können. Nein, ich kann hier diese Aktion hier nicht ausführen. Schade irgendwie. Ja, dann bleibt es halt erstmal unser ein geheimes Eiche. Ah, Rohr ausfahren ist auch noch. Also noch einmal. Fahren wir mal hier hin und fahren also mal hier unser Rohr aus. Sollte jetzt normal sein. Mal schauen. Geht mir wohl immer noch nicht. Also Rohr einfahren. Okay. Fahren wir jetzt mal so hin und rüber. Also ich will jetzt nicht wirklich wissen. Dann laden wir es einfach hier hinten ab. Wäre ja echt cool, das Ganze. Die Stützen sind noch nicht abgerissen. Jetzt nehmen wir mal das einfach hier ab. Geht auch nicht, komisch. Ja, weil mir der Grund irgendwie nicht gehört. Geht's jetzt nicht. Naja, egal. Ihr habt ja gesehen, dass man den aufklappen kann. Ich habe jetzt entsprechend das Fahrzeug jetzt nicht da. Ich glaube nicht, dass der andere Aufbau da gehen würde. Also bleibt es jetzt nur uns ein Geheimnis. So. Und das Rohr wieder einfahren. Kann ich jetzt nicht zurückfahren? Da ist der Boot wahrscheinlich. So, wie wir sehen, jetzt. So schnell wir jetzt einfach ab. Halten mal den Boot raus. Steigen jetzt in den anderen ein. So, hier kommt das mit hier Ablade. Komisch. Bei dem Fahrzeug. Ja. Ein Fahrzeug zu betanken habe ich jetzt denn nicht hier. Aber wir haben ja gesehen, also wir haben jetzt eine Rundumleuchte, die funktioniert. Wir haben hier vorne den Auspuff, bei dem gut die Stücke. Bei den anderen, nein, haben wir nicht. Also bei denen haben wir hier vorne den Auspuff. Und ja, bei denen werden wir jetzt hier das Ganze jetzt nochmal anschauen, wegen B-Laden oder Abladen. Mal kurz mal gucken. Wir hier Mais, laden wir Mais auf. So, jetzt haben wir Mais hier schon mal geladen. Jetzt haben wir ja die Abladeseite, haben wir jetzt hier, also U, hinten, links, rechts. Also wir machen das mal auf der rechten Seite. Ja, er schiebt geradeaus. Jedenfalls, ich sag mal so, hier, dieses Pack da ist wirklich super, was ich bis jetzt gesehen habe. So, Bremsen relativ gut. Die nehmen wir jetzt hier. Also, Animation. Leider geht das nicht von oben nach unten.
Schade irgendwie, da fehlt irgendwas in der Richtung. Aber optisch so her sieht er ganz gut aus. Blech ist auch ein bisschen wellig, ist also nicht schön sauber. Abladeseite haben wir ja gesehen, also hinten her bei uns ein Häckselgut. Und so funktioniert auch innen drin. Schauen wir uns nochmal um. Spiegeln, ja, hier funktionieren. Können wir aber hier leider nicht einstellen weiter selber. Von dem Motor hat man schon sowas öfter gesehen. Wie wir auch hier sehen, also Gaspedal und Schalthebel hier animiert. Bremse, wenn ich trete, das hier auch. Da ist sogar hier der Zündschlüssel animiert, wie wir sehen. Aber halt Nachteil ist, also der Ring selber geht nicht mit, aber man darf es halt nicht so ganz genau nehmen mit der her. Mit sie fahren, also so her, mal schauen. Nein, keine weitere Schaltungen da, wie ich jetzt gesehen habe, aber wir können es nochmal probieren, noch ein bisschen länger fahren natürlich. Wenn wir eine andere Geschwindigkeit haben. Ah doch, er hat jetzt in den nächsten Gang geschalten. Und jetzt wieder, wie wir sehen, also ist die Animation hier dabei, dass er in mehrere Gänge schaltet. Schlüssel hier so drin jetzt, also geht auch fleißig schon mit. Wenn man so nach der Fliehkraft her schaut, falls ihr mich also nicht falsch verstanden habt, was ich meine. Aber ich finde so her, der Mod ist ganz cool. Lassen wir uns dann überraschen natürlich hier, was die Lok natürlich sagt. Gleich. So. Linker hier, Animation passt ganz gut. So, machen wir hier unsere Zwangsentladen. So von der Optik her natürlich hier für unser kleines Foto. Wir jetzt die machen. So. Jetzt schauen wir uns die Lok natürlich an. Ah, sehen wir, leider haben wir hier also war nichts von der Physik. Hier irgendwas mit Mesh. Haben wir hier. Irgendwas mit dem Gutturm, wie wir ja sehen, wegen ihr Warning, wegen der Physik, wie wir sehen. Schade irgendwie. Leicht ja tot hier unser Motor, der was den gemacht hat und uns zur Verfügung stellt. Natürlich leicht den ja richten. Hoffen wir, können nicht aufgeben. Ja, wenn euch mein Video natürlich gefallen hat, schaut es wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Und natürlich über einen Daumen nach oben. Ich sage Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz.